Dann hat der Cyst jetzt hier nachgezogen. Mit dem Aufnahmedrücken. Ja, du kannst ja im Notfall die Aufnahme, wenn du sie komplett vergessen solltest, aus dem Stream nachholen. Das klappt bei mir ja nicht. Ja, neben ungern. Das ist dann einfach nur Matschepampe. Ist mir da eine Fähigkeit abhanden gekommen? Abhanden gekommen? Nee, auf meiner Alt-4-Taste, da ist kein Symbol mehr. Da scheint eine Fähigkeit zu fehlen. Deine Alt-F4-Taste? Alt-4. Hm. Das ist bei mir und die untere Leiste. Mal gucken. Fehlt irgendwo eine Fähigkeit? Was haben wir denn hier alles? Das fällt mir jetzt auf. Ich bin der Meinung, da lag eigentlich eine. Tja, du könntest ja noch mal in deine letzte Aufnahme dann reingucken. Das würde jetzt zu ganz interessanten Audioeffekten führen. das ist gefährlich, ist ja allgemein. Vielleicht fällt mir irgendwas auf. Die Vermächtnissachen, die tauchen dann so auf. Die Ablenkung habe ich da. Der Schild müsste, genau, der ist da. Habe ich den Wirmut eigentlich schon begrüßt? Wenn nicht, dann herzlich willkommen. Ja, hat das glaube ich noch nicht. Die durchdringenden Schüsse müssen da fehlen. Das ist eine Fähigkeit, die ich nirgendwo anders hingelegt habe. Hm. Jo, da ändert sich nichts. Ich habe jetzt erfahren, dass man als Scharfschütze, wenn man in Deckung geht, dann diese sich umschaltende Leiste auch abschalten kann. Ja, die ist bei mir abgeschaltet. Hm, wusste ich gar nicht. Ja gut, du hast einige Fähigkeiten, die sich bloß dann auslösen können, wenn du in Deckung ja, bist. Ja, das mag ja sein, aber ich finde es irgendwie besser, wenn man es übersichtlich hat, als welche dann versteckt werden. Das muss ich bei meiner Schmugglerin dann unbedingt noch umstellen. Ja. Mag ich auch mehr. Also ich erwische mich immer wieder, dass ich dann bei mir Alt 1 drücke. Das ist die Fähigkeit, die so diesen großen Bereich erfasst und die ganzen Gegner meistens killt. Die will ich hin und wieder auch auslösen, wenn ich nicht in Deckung bin. Ja, gut. Beziehungsweise diese Shotcuts benutze ich irgendwie nur so für die Tasten 1 bis 4. Den Rest klicke ich immer an. Geht mir bei den meisten aus, aber einige Sachen sind dann doch drin. Halt, wie zum Beispiel Alt 1 ist irgendwie. Der ist halt drin. So, jetzt, ich habe gerade festgestellt, die Fähigkeit hatte ich da doch schon drin irgendwo. Ich weiß nicht, welche da fehlt. Das ist so der innere Monk. Oh je. Nein, das ist defensiv. Vielleicht hatte ich da auch nichts und das fällt mir jetzt bloß auf. Obwohl, nein. Wo ist denn das mit dem Messer reinrammen? Messer reinrammen? Das klingt gefährlich. Nee, das müsste verkrüppeln sein. Wenn die Gegner rankommen, dann sage ich hin und wieder, okay, ich halt betäubt. Das ist die Fähigkeit, die meinte. Dann haben sie auch so ein Messer drin stecken. Ja, kann ja mal passieren. Das kann ja mal passieren mit dem Messer. Wo müssen wir eigentlich? Ja doch. Ach, das war das mit den tollen Fahrstühlen hier. Wir kommen natürlich an, während der gerade fast ganz oben ist, oder oben angekommen war. Aber der kommt ja wieder. Zeit muss sein. Na. Aber jetzt wissen die Zuschauer gar nichts von uns oder von deinem Schiffabwrack Eskapaden. Ach so, das stimmt. Aber da habe ich auch noch nicht so viel Eskapaden, aber nein, hier gab es Eskapaden. Ich bin nämlich tot. Ja. Ja. Wenn man eine Sekunde zu früh losgeht, dann fährt man durch. Aber weißt du, was das Schöne ist? Ich bin oben. Das hätte ich gleich so machen sollen. Das geht viel schneller. Wo? Oben. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Ich bin oben. Stimmt, du hast die Schnellreise genutzt. Nee,
Ich bin hier oben gespawnt, bei den Mini-Druiden hier. Bist du etwa gestorben? Ja, ich bin ja komplett runtergefallen. Ich bin irgendwie durch. Ich bin so ein kleines bisschen zu früh nach vorne gefahren und bin dann irgendwie. Ich weiß ja, gar nicht, wie das du geht. Warst mit einmal weg? Genau, ich bin nicht mehr runtergefallen. Ja, ich bin durchgebackt quasi. Ich bin zwischen Ausgang und Fahrstuhlplattform bin ich durchgebackt und bin dann einmal nach unten gefallen und das war ein bisschen hoch. Mit einmal warst du weg. Ja. So, wo wollen wir hin? Ich fuhr es doch gleich. Hier vorne ist irgendwo ein Taxi. Ja, wir wollen erstmal hier vorne scannen. Ganz weit wollen wir noch gar nicht. Ach stimmt, ja, es ist. Ach, da. Alles wird gut. Damit du das schon gefunden hast, muss ich ja gar nicht mehr. Du guckst irgendwie diese Richtung. Hier oben war das. Das dreht sich so schön. Ich werde es vermutlich nicht mehr sehen. Guckst du in die falsche Richtung. Hinter dir ist so ein großer Turm. Also die große Kanone und ein großer Turm. Ah, da oben. Das Interessante ist, du hattest bei mir aber in die andere Richtung hier hinten geguckt. Ach so, du guckst bei mir auch gerade vom Turm weg. Ja. Ah, okay, dann geht er gar nicht mit. Das ist eine automatische Animation. Ich habe vom Turm weggeguckt, aber so. Du hattest bei mir auch weggeguckt. Dann ist es vielleicht so eine automatische Animation, die dann gar nicht das widerspiegelt, wie man sich ja gerade dreht. Interessant. Und jetzt können wir aber anscheinend den Taxiservice in Anspruch nehmen. Haben wir keine Schnellreise dahin? Ich und Schnellreise. Du kennst doch mein Problem. Aber Taxi kostet Geld. Das ist der Leth Auto. Also einen Teil habe ich auch noch nicht erkundet, aber den Leth müsste ich. Ja, Leth Außenposten, da komme ich hin. Also habe ich zumindest auf der großen Karte sich was bewegen sehen. Ja, dann hin da. Ja, das ist auch durchaus hier irgendwo. Sagt, da soll was sein. Schon wieder? Was ich damit hast, ist bestimmt schon gefunden. Ah, ich glaube. Das müsste über dem Eingang quasi sein. Da dreht sich auch wieder was. Ich habe jetzt eben irgendwas anderes gefunden. So eine. Ich habe da irgendwie so eine Schatztruhe, die mal angezeigt wird. Oh, ja, Norden. Findet unser Suchtruide findet dort was. Achso. Was ist das hier? Okay, ich habe jetzt was über Towntowns gelernt. Okay, wie hast du das hingemacht? Wenn du in Richtung Westen guckst, da habe ich bei mir so ein komisches Wireless-Symbol, was bloß in die nach unten zeigt. Und ach, da kann was? Ich dann raufklicken. Ach so. Könnte sein, man kann sich ja hier. Ach, das war einer der Transmitter. Ah, den hast du jetzt gefunden. Ich weiß nicht. Vielleicht ist das für ein. Für so eine Daily-Mission was gewesen. Oder man kann ja auch hier Towntowns. Sich in Towntown zusammenfahren. Wieso habe ich den letzte Zeit nicht gesehen? Weiß ich nicht. Aber ist noch ein Bumper dazugekommen. Den siehst du wahrscheinlich. Ja, den Bumper sehe ich. Praktisch. Nicht so vorgesehen, aber praktisch, ja. Nun. Da ganz hinten müssen wir auch noch hin. Nächste ist dann Sash Außenposten. Da gibt es auch eine Möglichkeit, ihn zu teleportieren. Sash Außenposten. Ja, das ist irgendwie wesentlich entspannter als Schiffe abbauen. Da fliegt einem nichts um die Ohren. Also beim Schiff abbauen, also für die Unbeteiligten, wir reden über, wie ist es doch gleich? Hardspace Shipbreaker. Genau, mir ist noch nichts explodiert. Ja, hast du die Trainingsschiffe schon hinter dir gelassen? Die habe ich hinter mir gelassen und ich habe ja, jetzt auch jetzt zwei... bei den Makrelen. Genau, ich bin jetzt bei zwei kleinen, habe ich jetzt zerlegt. Ja. Ja, die haben noch nichts, was wirklich gut hochgehen kann, außer du lässt den Reaktor hochgehen.
Ja, das ist bis jetzt noch nicht passiert. Ich habe es manchmal, wenn ich den dann mit dem Verbinder rausziehe, dass er kurz bevor er unten ist, dann sagt, ja, ich gehe dann mal wieder hoch. Das ist mir Okay, jetzt auch sehr schon seltsam. zweimal passiert, aber ich konnte ihn davon überzeugen, dass er dann doch wieder runter möchte. Aber es Also ist das immer ein sollte bisschen, normalerweise nicht passieren, aber man hat ja ein bisschen Zeit dafür. immer ein bisschen Nervenkitzel. Ja. Was dir vielleicht hochgehen kann, ist die Elektronik. Ach so, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Genau, das habe ich dann Geht es schon abgerissen und wieder? dann britzelte das immer so ein bisschen rum. Und Habe ich auch noch nicht so ganz, wie man das vermeiden kann. wurde von dem grünen Bereich auch nicht akzeptiert. Wenn es zu kaputt ist, dann sagt er dir eigentlich unten, das ist für die Furnace. Kann er bloß noch als Schrott verwertet werden. Dann muss ich da noch mal drauf achten. Ach, der ist ja lustig platziert hier, aber ich bin zu weit weg. Ja, mein Sith Ist Lord. das nicht der? Dann guck mal auf den großen hohen Berg hier drüben. Da habe ich schon irgendwas so rennt. Ach so, da sind wir. Deswegen konnte ich es nicht scannen. Das erklärt einiges. Wir haben Besuch. Und Diesmal wieder. sehe ich ihn auch. Genau, aber die Elektronik, die muss man dann irgendwie wahrscheinlich abschalten können. Also an sich reicht es, wenn du sie normal abziehst, Also dann ganz britzelt es immer vorsichtig. nur rum, dann gibt es so ein bisschen Schaden. Du hast halt kein Händchen für sowas. Das kann sein. So, weiter im Norden. Also der letzte, den ich habe, ist aus die Hochgebirgsstraße. Ja, oder wir galoppieren jetzt erstmal nach Norden. Da ist ja auch noch was. Ja, im Nordwesten. Ist jetzt nie, wir sind eigentlich schon dicht dran. Da ist jetzt der Same versteckt. Du wirst wissen, wo du hin willst. Ja, wenn wir schon mal da sind, dann können wir das ja gleich mitnehmen. Natürlich ist wieder die Frage mit dem Hoch-Runter-Kram hier. Wahrscheinlich müssen wir in die Schlucht runter. Ich auch ein Glück kenne. Gibt es irgendeinen Trick bei der Elektronik? Also, wie gesagt, ich wüsste keinen Trick. Also ich bin meistens etwas weiter entfernt, wenn ich es abziehe. Ich ziehe es nicht ganz zu mir ran. Und versuche es auch erst zu machen, wenn ich möglichst viel abgebaut habe, sodass ich es gleich runter in die Bart schicken kann. Ja gut, das sowieso. Ah, sonst muss ich das auch irgendwann mal streamen oder Ja, so. einige Teile sind sehr aggressiv, muss man sagen, weil die meisten sind ganz zahm. Moin Ozzel, ich weiß nicht, wer Red 13 sein soll. Er behauptet, ich bin für Final Fantasy 7 enthalten, aber Das kann ich nicht beurteilen. wer Red 13 kennt, der weiß, dass es das nicht sein kann. Ich kenne Red 13 nicht. Ja, wir sind da, würde ich sagen. Hier laufen so Ja, ein hier paar sieht es komische. so seltsam aus. Also ich habe gehört, heute scannst du die Sachen. Ach so, Also, heute kriegst du das so hin, dass du die direkt findest. jetzt wollen wir mal noch sehen. Letztes Mal habe ich ja nicht mal Müll gefunden. Das hat mich auch überrascht, dass wir gar keinen Müll gefunden haben. Früher hat man nur Müll gefunden. Müll und sonst nix. Und ich weiß nicht, wie stark der Vampir ist. Der sagt 41 Boss. Ja, genau. Aber die Bosse sind ja manchmal machbar und manchmal nicht so machbar. Ich freue mich auch schon auf Corellia. Corellia war alleine damals Nervenkitzel pur. Ah, die Quote ist im Eimer. Wie Quote. Letztes Mal war es immer beim zweiten Mal suchen, war es das Achso. direkt. Ich kann mir meistens nicht mal zum zweiten Mal, aber nicht so wirklich. Aber wozu Hardspace jetzt geführt hat, ist, dass ich mir jetzt die Serie Firefly bestellt habe. Okay. Angeblich soll das ja relativ ähnlich, also ja, so von der Aufmachung her relativ ähnlich sein. Auch die Outer
World soll so in die Richtung gehen, so diese Mischung aus Western und Science Fiction. Also mich hat die die erste Folge nicht angezogen. Ich bin damit bisher nicht warm geworden mit Firefly. Hm, kann ich nicht so sagen, weil ich hab's ja noch nicht gesehen, aber ich gebe dem Ganzen mal eine Chance. Und gebraucht. Das jetzt auch nicht auch kein Vermögen gekostet. Ich glaube, ich war auch nicht so wirklich geistig beim Verfolgen der Folge. Na gut. Kommt ja auch manchmal so ein bisschen auf die Stimmung drauf an. Also der schickt mich hier immer hin und her. Ich glaube, der verarscht mich. Mir zeigt das ja eher so in eine Richtung immer. Bei mir immer nach links, dann nach rechts, dann nach links, dann nach rechts. Nö. Hab ich denn Teile hier mit? Nö, hab ich... Och. Ich müsste jetzt einfach mal so einen Triangulationsverbesserer. Vielleicht hilft das ja. Oh, ich habe die Karte aufgedeckt. Ha, ich habe was gefunden, ich habe was gefunden. Da ist er. Ja, mich deucht, sie haben den Schrott komplett entfernt. Schade eigentlich. Legt den Samen an einem sicheren Ort ab und sucht die anderen. Das war eigentlich immer ganz nett. Ja, ich brauche keinen mehr. Auch wenn du mir anzeigst, dass da irgendwo was sein soll. So, die Frage ist, ich würde sagen, wir machen die Schnellreise zum Raumschifffriedhof. Und dann können wir mit dem Taxi danach in die Weißfelswüste fahren. Raumschifffriedhof? Ja. Wie heißt das? Frostwake Außenposten. Okay, darüber können wir reden. Auf der Karte stand eben nur Raumschifffriedhof. Halt das am Ende da. Geht es schon wieder? Also das Zufallding ist heute aber nicht sehr zufällig. Ach, das ist bloß Zufall. Ja. Oder ist denn das mal die anderen? Ich habe ja, glaube ich, zwei von den Viechern. Das eine Mal, manchmal gibt es so dieses Casino-Event, wo man dann ja irgendwie so Tokens kauft für die Glücksspielautomaten. Da gab es dann einen Voranticus als absoluten Superhauptgewinn. Ich habe mir einen losgekauft, habe einmal im Automaten gedreht und hatte gleich den Voranticus. Ja, sag das keinem. Es war auf jeden Fall sehr lustig. So kann man natürlich auch Geld sparen. Ja. Dafür war das Event auch ziemlich schnell für mich gegessen. Spielst du was schon wieder? Nö, die schießen nur. Ich mache extra Umwege, damit ich nicht beschossen werde. Ich habe gesehen, dass du da nicht dran vorbeikommst und dann dachte ich mir, bevor ich jetzt mit meinem großen Viech da versuche, mich dran vorbeizukommen. Du hast doch gesehen, der schlanke Tauntaun hat da durchgepasst. Ey, du hast ja einen schlanken Tauntaun, ich nicht? Ja. Du spielst ja auch Lotterie. Richtig. Du hast ja das Geld, mit den ganzen füttern, ich nicht. So Hoss finde ich so ab und zu immer mal wieder echt schick, so zum drauf rumlaufen, aber irgendwie wird er dann auch relativ schnell eintönig. So weiß, wa? Weiß, genau. Ich hab's. Ach, okay. Das Datacon da drin fehlt mir noch. Ich glaube mir auch. Ich wusste gar nicht, dass es eins gibt. Da drin ist eins, aber es hat zahlreiche Sprünge, die man da machen muss, so mit fahrenden Containern und so. Hat es damals mal probiert. Dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr. Das ist schon
unsere Spielkameraden hier? Also einer ist unter Garantie von dem Scannen und ich habe so das Gefühl, dass der andere wurde mir mitgebracht hier. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist beide. Ach so, von dem anderen da. Weil eben war ja auch ein Druide und dann später noch der Vampir, der dazu kam. Oder hatte ich dieses Datacron hier drin? Keine Ahnung. Das ist. Kann man das sich irgendwo nachgucken? Ja, unter Sammlungen müsste das sein. Vermächtnis. J. J und dann. Unter globale Freistaltung ist ganz unten Datacrons direkt überschritten. Und auf Hoth fehlen mir tatsächlich noch zwei. Ja, nee, da fehlen mir alle. Okay. Aber das würde, glaube ich, den Stream füllen bei meinen Sprungfähigkeiten. Ja, es ist halt das Schöne, wenn man nicht weiß, wo die sind, dann. Ich habe manche daher. Ja, ich habe nachgeguckt. Ich hatte zwischendurch hatte ich mal so eine Phase, dachte ich mir, hey, Datacron jagt. Ja. Ich habe mir ja schon damals gesagt, ja, warum soll ich den jetzt hinterher jagen? Das ist. Auch ich weiß nicht, ich hatte so eine kurze Phase, war ich so mit Story und so weiter durch und dann, ja, dann hauen wir mal ein bisschen Datacron. Warum laufen wir jetzt eigentlich und wohin? Das ist eine gute Frage. Genau, wir könnten eine Schnellreise machen zu irgendeinem Punkt und dann Taxi fahren. Ich gehe zur Hochgebirgsstraße. Kein Grund zur Sorge. Nimm mir den nächsten, ich habe Bock, ein bisschen Taxi zu fahren. Mal gucken. Das ist ja das Schöne, dass man mittlerweile die Taxis einfach nutzen kann, auch wenn man da noch nicht war. Reiseroute bestätigt. Also kann man so und so sehen. Also jetzt finde ich es gerade toll. Ja, das Gebiet hier im Norden kenne ich noch gar nicht. Das ist, nee, das ist für die Bonusreihe. Im oberen Gebiet ist die Bonusreihe von Hoss und die hatten wir damals alle ausgespart. Ich glaube, von der Dornbase aus wäre ich am besten. Das ist. Wir werden sehen. Also ich bin jetzt noch ganz zum hintersten Punkt, fahre ich jetzt. Ich darf da auch hinfahren. Ich finde das so ein bisschen blöd, dass alles freigeschaltet ist, wenn man noch nicht da war. Ja, ja, das, also wie gesagt, jetzt finde ich es ganz angenehm, diesen Moment. Aber ich weiß nicht, auf den Startplaneten braucht man es, finde ich, auch überhaupt nicht. Weil die Wege da sowieso so kurz sind. Außerdem verpasst man dann auch häufig nochmal Sachen. Also ah, gut, wir jetzt hier irgendwas Großartiges verpassen. Die Bonusreihe. Ach, die Dinge, die mich eh nie interessiert haben. Hey, dafür kann man sie jetzt wöchentlich spielen. Das hatte ich ja schon mehrfach gesagt. Oh, hat das freigeschaltet. Und eigentlich. Als ich mit meinem Hauptcharakter hier mit Behemoth auf Hoth ein bisschen mitgelaufen bin, hatte ich mit Erschrecken festgestellt, dass ich mit dem damals gar nicht die Planetenquestreihe gemacht habe. Das ist schon eher sträflich. Naja, die hatte ich aber mit einem anderen Charakter vorher schon mal gemacht. Glaube ich. Sollte ich gemacht haben. Hoffst du? Aber ich habe sie später, mit irgendeinem Charakter habe ich sie auf jeden Fall mal gemacht. Merkt man mal, wie groß dieser Planet ist. Ja. Ich glaube, ich fahre gerade das komplette Taxinetz einmal ab. Tja, Horst, wer sich fragt, wie Tatooine im Winter aussehen würde. Ob sie da gleiche, einfach nur die Texturfarbe geändert haben? Nee, ich würde sagen, das ist nicht wirklich.
Also bei, bei den Felsen vielleicht schon. Also einzelne Sachen. Also nicht, dass sie, also ich wollte jetzt nicht sagen, dass sie hier die komplette Karte da umgebaut genommen haben, aber bestimmt einzelne Sachen. Ja, das unter Garantie. Ob es ja noch ein Quest ist. Wahnsinn. Und wenn ich bei China bin, ist er bestimmt schon wieder fertig mit Scannen. Nee, der ist noch unterwegs. Der ist schon weit. Der ist schon aufgesattelt und losgelaufen. Ich laufe einfach mal dahin, wo das blaue Mannequin ist. Aha, da entrinnt ein Druide. Das heißt, ich bin hier wahrscheinlich richtig. Die Richtung. Ah, da ist er. Ja, er versucht sich hier zu orientieren auf einer Karte, die er nicht kennt. Tja, aber was ich mit einem anhören muss. So, jetzt bräuchte ich irgendwie so eine Harpune oder so. Wieso denn das? Ach, der kann sogar schießen. Wie geil ist das denn? Kann dein Läufer auch schießen, China? Ich wüsste nicht wie, wieso? Drück mal STRGZ. Ja! Er macht irgendwas, aber er schießt nicht. Okay, manche Fahrzeuge haben nämlich nochmal so eine Spezialaktion und die Standardtastenkombination dafür ist STRGZ. Das haben nicht alle Fahrzeuge, aber manche. Also er macht irgendein Geräusch und ich glaube, er schaltet das Licht ein und aus. Ja, ich kann den Scheinwerfer einschalten. Juhu. Das ist viel gefährlicher. Ja, das stimmt. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Das sind keine Freunde. Oh, wir haben die Republik gefunden. Ja, sondern es ist Ruhe, dass wir wollen nach Norden. Außerdem sind hier republikanische Offiziere, die sind freundlich. Republikanische Offiziere? Wieso sind die republikanischen freundlich? Hä? Was ist da schiefgelaufen? Ja, wenn ich meine Finger im Spiel habe, dann... Die Macht ist nicht alles. Manchmal reicht es mit Leben und Tod zu drohen. Blasphemie. Ach, du und dein alter Aberglaube da. Blasphemie. Diese Pseudo-Religion. So, wird man so einmal ins Reich hier kriegen? Das wäre doch was. Ach, bestimmt. Aber ich werde den Shop jetzt nicht durchsuchen. Was? Ich hab da einen Kandidaten zum Angucken. Ja, vielleicht kann man es ja von hier aus schon sehen. Ja, schon mal. Kein Grund zur Sorge. Nee. Doch, ich möchte meinen, das ist das Signal da hinten. Ich krieg's bloß nicht in den Fokus. Die Schüssel da? Ah nein, unter der Brücke. Ach da. Im Osten. Ah. Hat schon mal unter so einer Brücke gehangen, auf Tatooine. Aha, Tatooine, siehst du? Nachdem du gestorben bist und ich da alleine gesucht habe, habe ich das Ding unter der Brücke hängen sehen. Vielleicht sind wir hier doch der Asset-Kopie auf der Spur. Wer schon wieder hier? Autsch. Oh, aber wir haben Spirale als Verstärkung. Sehr gut. Aber es ist gefährlich, dass der hier so einen so wegschießen kann. Denn da geht's böse runter. Ja, ich bin ja nicht du. Ja eben, das macht mir noch viel mehr Angst. Okay, er ist weg. Er ist geflohen. Der Feigling.
Mein Fuki zieht großartig bergab. Das war doch hier. Sis. Ach so. Dann sah es nur so aus. Das hätte selbst Ossel überlebt. Ja, aber Ossel, der landet ja sowieso immer auf allen Vieren. Ja, ist ein Talent, das hat nicht jeder. Eben. Ja, schöne Landschaft. Ja. Die so. Temperatur wäre sicherlich viel angenehmer als in letzter Zeit in Deutschland. Das kann sein. Heute Morgen hatte ich mich über erschrocken. Ich war relativ früh draußen. Wie warm das da schon war. Dann stell mir vor, wie bis bei Ossel unter der Decke ist. Boah. Nee, das will ich mir nicht vorstellen. Egal, ob jetzt im Sommer oder im Winter. Im Winter hat man mal Vorteil, man kann sich einen Heizstrahler hinstellen, wenn man keine Heizung hat. Na gut. Ach, ich glaube, ich sehe es schon. Ja, hier sind so viele Ecken, wo es eine Torwahrscheinlichkeit sein könnte. Ja, is it. Tada. Kein Grund zur Sorge. Ach, und der ist schon wieder leer. Kaum ist man beim republikanischen Gebiet, traut sich dieser Druide hier. Das hat bestimmt was zu bedeuten. Ich wüsste nicht was. Ich habe nicht bezahlt. Ja eben, aber die Republik vielleicht. Wie kannst du bloß die Blüten wieder vermuten? Was immer euer Anliegen bei dieser Sache ist, es bedeutet mir nichts. Ich tue, was ich tue, um zu beweisen, dass ich es kann, ohne gefasst zu werden. Nur, falls ich mich bisher missverständlich ausgedrückt hatte, allen, die jemals versucht haben, mich zu fassen, wurde ein grausames Ende zuteil. Ja gut, dass wir nicht fassen, sondern umbringen wollen. So eben. Wollten wir doch, oder? Ja, natürlich. Das heißt, auf dem Planeten zwar fertig. Ja. Und Corellia ist als nächstes dran. Yippie. Galaxiekarte. Corellia wird zum Glück gut hervorgehoben. Gina geht mit mir in den Zoo. Wie? Was? Ja, wir gehen jetzt in den Zoo. Die Frösche kannst du behalten und die Fische. Okay, aber da ist auch nicht mehr viel, was danach ausgestellt wird. Ist nur ein Tier. Kaulquaps überleben sehr viel. Das nicht. Das hast du. Ja. Angeblich haben die sogar einen ganzen zerstörten Planeten überlebt. Was? Das glaube ich nicht. So mit Tentakelmonster das und so. Das haben die sich ausgedacht. Nein, da gibt es angeblich auch Videobeweise für. Gefaked. Kannst alles faken. Meinst du? Der ist ja ziemlich gut im Faken. Die Vorstation, oder? Erstmal den Ausgang wiederfinden. Genau. Aber ich finde, bin ich vielleicht draußen. Whee. Ach, haben wir hier gleich den ersten hier in der Stadt. Reich dich doch schon mal hin. Vielleicht. Corellia, du hast uns wieder. Chaka. Und dann. Und nicht. Nee, ach, hier war ja der Bahnhof.
Oh, Elena Wookie. Was, Wookie? Wo siehst du denn Wookies? Elende Rebellen. Rebellenschaum. Das sind doch sehr fällige Rebellen, alle drei. Geht Na. Es schon wieder? Aber die können nichts. Also nochmal lässt sich. Gut, da kommen wir noch mehr. Da ist der Wookie. Ich habe nicht wirklich eine Wahl, oder? Sehr. Ja, mein Sith Lord. Ach, hast du schon gefunden? Ja. Ich hätte ja ein bisschen Zeit, mich umzugucken. Wenn du beschäftigt warst. So, so. Chocobo. Chocobo? Nein, Oro. Ich verstehe bloß Chocobo. Oro. Wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, wo die herkommen, kommen wir da auch bald hin. Da freue ich mich schon drauf. Außer stimmt mir bestimmt zu, dass es ein Chocobo ist. Er ist heute sehr schweigsam. Ja, der guckt bestimmt heimlich bei Belly zu. Unfassbar. Geht es schon? Wo waren wir zuerst denn? Das, was wir noch in dem Gebiet hier haben, würde ich sagen. Wir haben hier was in dem Gebiet? Ja. Wir haben eine Mauer da in den Weg gebaut. Warum wird mir das verkartet nicht? Ja gut, das ist wieder versteckt hinter einer Tür. Ja, genau. Hinter einer Mauer auch noch. Da muss man irgendwie jetzt ewig Umwege fahren. Das war auf Haus wesentlich schöner, da waren keine Häuser im Weg. Okay, Feuer macht ja tatsächlich Schaden. Das ist interessant. Ah, oh, ich mag keine Tunnel, wo dann auch noch Gegner drin sind. Warum gehst du dann rein? Ich weiß keinen anderen Weg. Aber du bist doch eh schon fast da. Zumindest an der Tür. Yep. Aber was da dann wartet? Ich beeile mich bestimmt vollkommen unnötig. Oh, irgendwer räumt da auf. Das finde ich gut. Ich meine, ich versuche ja schon Abkürzung zu nehmen, wo ich kann, aber das ist hier etwas begrenzt, die Möglichkeiten. Kein Grund zur Sorge. Ich hoffe, dass sie dann bis dahin nicht wieder nachgespawnt sind. Ah, wobei, die gehen halt schnell kaputt. Haltet Jolom auf! Nein! Im Gegenteil, ich habe ja einen, der mich unterstützt. Oder auch nicht. Oh, da ist er ja schon wieder. Ja, ich bin halt fix. Was war? Gut, jetzt war ja auch aufgeräumt.
Ja, ich nutze halt die Schwäche der anderen für mich aus. Ja, du meinst die Stärke? Nein, die Schwäche der Gegner. Ach so, ich dachte die Stärke der anderen. Ach. Stärke der anderen verlassen. Ach, da blinkt's. Aber man kann auch durch die Schilder durchscannen, das ist auch nett. Ja, wir haben es ungefähr weiter zur gleichen Zeit entdeckt. So, jetzt sind wir hier aber fertig. Das jetzt heißt, sind wir durch. Jetzt kommen wir zum Teil der Arbeit, Axialpark oder zum Regierungsbezirk. Ja, mir ist egal. Dann ab ins imperiale Kriegslager im Nordwesten. Nordwesten, Teil der Arbeit. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja, warum mache ich da nicht mit? Da könnte ich dich doch vorschicken. Erst die Arbeit, dich loszuschicken, dann das Vergnügen. Mir zuzugucken. Ja, der wird einfach der andere Monitor abgegriffen. Mhm, ja. Und dann kann man dir zugucken. Ja. Dafür streame ich's doch. Der läuft da so ein Druide hinterher. Ja, meine Karte blinkt auch rot. Hier ist die durchsichtige Karte einigermaßen gut lesbar. Nicht wie auf anderen Planeten. Mhm. Ja, und der ist da oben an irgendeinem komischen Turm dran. Ne? Gut. Ich mag's, wenn so einfach sind. In was fährst du denn schon durch die Gegend? Moment, das ist ein Vectron-Beutegreifer. Ja, der kommt bestimmt gut im Axialpark. Guck mal, man kann ja sogar die Seite wechseln. Gute Spielereien. Von wem hast du das? Von mir nicht. Nee. Alles wird gut. Da stehst du doch drauf, Ossel, wenn ich meine Flügel schüttel. Ich bin bereit, Meister. Ich habe da so einen YouTube-Kanal entdeckt, der ein bisschen was hierzu macht. Da? Ja, da lernt man auch solche Sachen mal kennen. Wo gehen wir jetzt in den Zoo? Ach, der Zoo kommt einfach mit. Zoo kommt mit? Nein, wir gehen in den Zoo. Gucken uns das Tierchen an, was da rumläuft. Ja, da hinten war ein Tierchen. Sind wir schon dran vorbeigelaufen? Ach, das war noch keine. Ja, gut, das waren. Also, wohl, wenn das ein Tierchen ist, dann waren das hier Tierchenchen. Und hier links nochmal Tierchenchen. Tierchen? Hier sind Tierchen. Oder so. Ja. So, da ist natürlich jetzt dicht. Das mag ich hier doch nicht. Immer sind da irgendwelche Mauern und Türen und. Gefährlich. Ich habe was Neues gelernt. Hier kann ja sogar auch was. Cool, man kann ja noch zwei weitere Düsen einschalten. Machen die schneller? Nein. Die sind einfach nur schwerer alles, und deshalb kommst du trotz mehr Kraft nicht schneller voran. Alles nur Optik. Ne, die sind ja sowieso da, aber sie werden dann halt nach hinten geklappt. Und brennen. Jetzt hör auf die Flüchtlinge zu schießen. Ich hab noch nicht mal angefangen. Ich kann nichts dafür.
Sie hätten einfach nicht flüchten brauchen. Das weiß man nicht. So, der Zoo, der Zoo. Kommt man hier denn rein in den Zoo? Hier gibt es also anscheinend den Samen. Okay. Genau. Hier sieht zumindest schon mal kaputt aus. Das ist doch schon mal Anfang. Vielleicht. Oder auch nicht. Hier kommt man rein. Oh, ich habe eine Kiste gefunden. Na, dann machst du auf. Erstmal gegen die Typen noch kämpfen. Ach, du hast auch Freunde? Ja, die stehen da vor der Kiste. Wobei man Padawan macht das. Das waren noch Zeiten, als man da Credits drin gefunden hat. Ah, ich habe die ja gerne gefarmt. Ja, Bots auch. Ich bin aber kein Bot. Ich weiß. Hab die ja auch immer gerne gesucht. Ja, außerdem wird dem Ganzen vermutlich widersprechen, aber ist ja egal. Ja, das macht nichts. Der weiß es halt nicht besser. Ja, der behauptet jetzt seltsame Sachen. Oh ja, der Glückspilz. Wie Glückspilz? Bist du noch nicht im Zoo drin? Jetzt bin ich drin. Hm. Ich muss da einen Eingang nehmen. Dann siehst du wahrscheinlich auch den Glückspilz. Achso, ja, das sieht doch nett aus. Das ist nett, ne? Wie gesagt, das war so ein bisschen Nervenkitzel. So alleine und so. Und lange suchen. Na klar, rot. Rot. Und jetzt aber was Grünes, oder? Wie soll es auch anders sein? Das wird schon, das wird schon. Ansonsten hast du ja bestimmt auch noch die Triangulationsverbesserer im Inventar, oder? Ja, hab ich nie eingesetzt. Ich hatte vorhin einfach mal spaßeshalber einen eingesetzt. Weil, weiß ich nicht. Oft brauchen wir sie nicht jetzt. Ja, mein Sith Lord. In der Suppe. Vielleicht. Der Glückspilz ändert ganz schön ruckartig seine Bewegung. Solange er bei dir ist, ist alles in Ordnung. Ja, der kommt halt leider irgendwie immer näher. Wobei, bei dir ist er doch auch ziemlich dicht schon. Ah, das bist nicht du. Das ist jemand anders. Da kämpft jemand gegen den Glückspilz. Nö, der scheint ruhig zu sein. Nö. Ich habe den Samen gefunden. Ja, jetzt wird er als erledigt markiert. Noch ein Samen. Dieser Suchtdroide erweist sich als eine ebenso gute Investition wie ihr. Wartet einen Moment. Eine Übertragung kommt herein. Diese wahnsinnigen Narren. Die Schreckensmeister haben eine Armee geschickt.
um die Arcanum-Einrichtung zu stürmen. Diesmal stehlen sie alles. Ich alarmiere die 9. Flotte. Aber ich setze darauf, dass ihr diesem Frevel ein Ende setzt. Fliegt zum Arcanum und zerstört die Streitkräfte der Schreckensmeister. Schnell! Ja, du warst hier schon richtig zum Rausgehen. Ach so? Du musst hier nur... Jumpen. Ich wollte ein bisschen Jump'n'Run machen. Kannst du auch machen, aber hier kommt man ganz gut. Ja, das ist der langweilige Weg, aber das ist ja auch der einfache. Ich hätte jetzt vermutlich noch ein paar Stunden verbringen können. Tut ja keinen Zwang an. Angriff der Furchtwache auf das Arcanum. So, so. Aber später. Die halten durch. Hab eh keine Ahnung, wo das ist. Ich auch nicht. Wahrscheinlich nicht hier. Aber mein Vorschlag ist, ich suche inzwischen keine Samen mehr, ich schicke einfach bloß dich. Okay. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Nur ganz rund, als wir eben gefahren sind, war der Glückspilz genau in der Ecke, wo ich dann den Samen gefunden hatte. Ja, der ist bestimmt in jeder Ecke irgendwann mal. Ja. Wird man vom Gegner erfasst und kommt dann nicht mehr vorwärts. Hier ist das übliche Problem. Ja, da oben. Da kann so. So, 4 von 6. Das heißt, der Rest ist dann im Regierungsbezirk. Genau. Zentralkommando? Sieht gut aus, ja. Hört sich jetzt aber nicht sehr nach Star Wars an. So, nee, hier ist Sackgasse. Unglaublich. Ja, wann war ich denn das letzte Mal? Keine Ahnung. Das ist schon ein paar Jahre her. Mit mir zusammen warst du hier das letzte Mal wahrscheinlich. Und du hast dir das Datum nicht gemerkt? Nee. Ach, wo sah ich dich bei? Aber ich kann es nachgucken. Ah, so was in der Art, Biermott, so was in der Art. Hier lang müsste es doch irgendwo gehen. Bloß gut versteckt. Hm? Ja, das geht ist der Durchgang. Ich habe mich jetzt für den anderen entschieden. Ja, dann werden wir mal gucken, wer zuerst irgendwo ankommt. Hm. Wahrscheinlich du. Ich verlaufe mich bestimmt hier noch zweimal. Oder ich habe den Durchgang mit den Gegnern erwischt. Das kann auch sein. Also hier sind auch Gegner. Sie sind gelb, aber wenn man auf sie schießt, dann... Ja, mach mal. Ich muss ja vom Tauntaun abschweigen. Ach, hier sind auch alle gelb. Und Feuer. Gelb und Feuer. Gelbes Feuer? Ja, das Feuer geht eher so Richtung Orange. Ja, ist ja auch nicht weit von Gelb weg. Ja, ja, so in der Mitte ist es schon so leicht gelblich. Ich glaube, das nimmt sich gar nicht so viel.
Ist natürlich auch gemein, dass das im noch nicht erkundeten Bereich ist. Ja. Dass man nicht genau sehen kann, wo die Straßen entlang führen. Genau, das ist jetzt ein bisschen Risiko. Aber ich bin ganz froh, dass sie hier zumindest, wo ich gerade bin, die Gegner nicht auf den Weg gelegt haben. Und bei den gestrichelten Wegen ja auch nie sicher. Aber das Schöne ist, da wir verschiedene Wege gehen, wird einer schon ankommen. Aber du biegst nach rechts ab, nicht nach links. Jetzt biege ich nach links ab. Ja, am besten reitest du geradeaus. Ich bin ja fährst. Genau, und du machst den anderen. Ja, weil du kommst direkt drauf zu von der Karte her. Ist das hier eigentlich die nordkoreanische Enklave hier? Du fragst doch. Also die Flaggen hier, das ist ja schon. Aber du hast es momentan auch mit deinem Korea, kann das sein? So? Ach so, ja. Das ist ja sogar bald schon vorbei. Also dann spielst du im Anschluss sicherlich den zweiten Teil. Hatte ich erst überlegt, aber ich hatte dann erstmal keinen Bock drauf, sondern auf was anderes. Also mit Homefront sind, glaube ich, 10 Folgen. Das müsste so Ende nächster Woche vorbei sein. Jetzt war, glaube ich, Folge 6. Okay, ja, dann sind es noch. Ja, morgen kommt, glaube ich, die nächste. Also ich habe die halt schon alle hochgeladen. Kein Grund zur Sorge. Genau, und aber das nächste Projekt ist tatsächlich schon aufgezeichnet. Also angefangen. Der Plan des Schleiers ist mir immer noch unklar. Du machst ja Sachen. Machen wir weiter. Willst du verraten, was? Ich überlege gerade, ob mir ein schöner Tipp einfällt. Es ist auf jeden Fall so lang, dass ich es nicht komplett vorher aufnehmen kann. Ja gut, viele Spiele sind zu lang, dass es komplett aufnehmen etwas schwer wird. Ja, es ist nicht komplett blind. Ich habe es schon mal bis Kapitel 3 gespielt, glaube ich. Anfang Kapitel 3. Dann habe ich es beendet und nicht mehr angefasst. Und dann musste ich irgendwann mal wieder von vorne anfangen. Was ich jetzt hiermit gemacht habe. Und es ist ein sehr aktuell. Ja, was heißt... Es kommt, wird wahrscheinlich bald ein Nachfolger angekündigt. So, wird zumindest gemunkelt. Ja, und von den Publishern oder Entwicklern, Publisher sind es ja nicht mehr, habe ich auch schon 2 Spiele gespielt. Der dritte Teil steht irgendwie auch noch aus. Den müsste ich noch spielen. Boah, jetzt müsste ich kramen gehen. Beide Teile habe ich sogar gestreamt. Und ich glaube, es gibt nur 2 Serien, die ich gestreamt habe. 2 Teile. Ja, ich und mein Gedächtnis. Aber du kennst die Entwickler sehr gut. Also es ist ein deutsches Spiel. Ich habe da eine Ahnung. Hat was mit Fischen zu tun. Mit Fischen? Die Ahnung, die ich jetzt hätte. Ach so. Weiß ich nicht. Das ist Arcanum. Ich wollte gerade fragen, Bersavis oder Arcanum? Ich würde sagen Arcanum, das ist ja nämlich was Eigenes und vielleicht schicken die uns danach nach Bersavis. Das wäre dann irgendwie... Jetzt fangen nicht mit Logik an. Klar,